Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Video von mir. Mein Name ist Angelika Hutmacher. Ich habe bereits Videoteil 1 gedreht. Wenn du noch ein bisschen was über mich wissen möchtest, über meine Arbeit als Heilpraktikerin, über das Thema Equisyst, systemisches Coaching für Pferd und Mensch, dann schau einfach nochmal bei Teil 1 am Anfang rein. Da habe ich alles erklärt. Ich möchte jetzt gerne relativ zügig direkt zu dieser Möglichkeit übergehen. Was kannst du tatsächlich so machen, wenn du die Aufstellungsarbeit kennenlernen möchtest? Und ich habe eine Challenge, die ich kostenfrei zwei, dreimal im Jahr anbiete über Mails. Da erkläre ich das auch. Ich habe auch schon in meinem YouTube-Kanal Videos zu diesen Themen. Ich möchte dir aber jetzt gerne hier einfach erläutern, was bedeutet es, wenn du selbst mal was aufstellen möchtest, wenn du mal gucken möchtest, wie geht denn das, was ist denn das, was bedeutet es, worum geht es da? Und ich habe es Zweistuhltechnik genannt, weil mir nichts Besseres einfiel, weil meine Idee ist, mit zwei Stühlen bei dir zu Hause alleine kannst du mal ganz in Ruhe im Wohnzimmer, im Büro, wo auch immer ausprobieren, eben, wie geht denn das mit der Aufstellungstechnik? Warum zwei Stühle? Ein Stuhl für dich? Ein Stuhl für dein Pferd. Die Idee ist, dass du dich mal einfühlst praktisch in dein Pferd. Und vielleicht hast du schon mal die Idee der Indianer gehört, wenn du einen anderen kennenlernen möchtest, dann laufe einen Mond lang in seinen Mokassins. Und ich glaube, wenn du so eine Idee hast, was das bedeutet, sich in einen anderen hineinversetzen, manchmal sagen wir das ja auch, wenn wir empört sind, dass uns jemand nicht versteht, dann wünschen wir uns eigentlich, dass sich der andere in unsere Lage hineinversetzt. Und das bedeutet, dass er den komplexen Aspekt aus unserem Blickwinkel betrachtet. Es bedeutet fast immer, wenn wir in einer bestimmten Handlungsbandbreite agieren, dann haben wir einen tieferen Grund, warum wir vielleicht zornig sind, warum wir bockig reagieren, warum wir ablehnend sind. Vielleicht haben wir die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir uns um unser Pferd gesorgt haben. Am nächsten Tag kommt jemand, möchte mit dir ein Pläuschchen halten. Du bist total besorgt, du bist völlig übermüdet. Und dann sagt jemand außerhalb, die ist aber wieder unfreundlich. Und dann kommt dieser Impuls, dass du denkst, die hat ja keine Ahnung, die sollte sich mal in mich hineinversetzen. Und das möchte ich dir so am Anfang dieses Videos mitgeben, weil gerade wenn so gefragt wird, wieso sollen das mit den Aufstellungen gehen, wie kann das funktionieren? Es ist eigentlich eine menschliche Fähigkeit von uns, uns in einen anderen hineinversetzen zu können, wenn wir das wollen. Und das hat mit der Fähigkeit meiner Meinung nach des Mitgefühls zu tun, dass wir damit letztendlich auf eine bestimmte Art unser Herz öffnen und ein Stückchen weit sagen, wie geht's dir denn? Dass es eben nicht nur so dahergelabert ist, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, sondern dass es ehrlich gemeint ist. Und so wie wir uns Menschen begegnen können und einen anderen wirklich von Herzen fragen können, wie geht's dir? Und dass der andere wirklich sagen kann, boah, ich bin total glücklich und ich freue mich, dass ich das mal mit jemandem teilen kann. Oder eben, ja, meine Mutter ist pflegefall geworden, ich habe den Arbeitsplatz verloren, ich habe Streit mit meinem Partner, was auch immer uns beschäftigt, oder mein Tier ist krank, ich mache mir große Sorgen, dass wir das von Herz zu Herz mitteilen dürfen und ein anderer Mensch Mitgefühl hat, auch wenn er vielleicht die gleiche Situation noch nicht mal so kennt. Und das möchte ich dir jetzt eigentlich zeigen, dass wir das technisch durch die Aufstellungsarbeit, durch diese Supervisionsidee quasi auf eine Art konstruieren, indem wir etwas machen, dass wir uns helfen. Wie würde es sich denn anfühlen? Was bedeutet das? Und die normale Aufstellung ist einfach mit einer Gruppe oder wenn ihr jetzt den Teil 1 schon gesehen habt, dann habt ihr es ja schon gesehen, mit Zettel am Boden, mit Figuren. Je weiter man entwickelt ist, je länger man das geübt hat, je einfacher wird es für einen, das auf bestimmte andere Felder zu übertragen. Die Stühle schenken einem die Hilfe, dass die drei wichtigsten, vier wichtigsten Punkte, die man eigentlich braucht für die Aufstellung, nämlich sich erstmal zu überlegen, wo ist der Platz? Das zweite ist, wie fühlt sich's dann an? Wo schaue ich hin? Was macht es mit mir? Also diese Fragen, um die geht es eigentlich. Und es geht einfach mit dem Stuhl bei den meisten Menschen, gerade am Anfang, wenn sie es noch nicht so oft gemacht haben, leichter. Das heißt, ich nehme jetzt den Stuhl für mich und ich stelle es jetzt mal stellvertretend für dich zu Hause und du guckst mal, wenn du das eben jetzt, du kannst ja das Tape dann auf Stopp zwischendrin machen
Und mal gucken, wie du das hinstellst. Und ich möchte noch eins vorneweg sagen. Warum mache ich das mit Stühlen? Warum zu Hause? Wenn du im Stall bist und du würdest es dann natürlich auch mit einem IKEA-Hocker oder sonst was machen, dann können da einfach Menschen zuschauen und so bist du einfach ganz für dich. Du kannst es natürlich aber auch mit einer Freundin zusammen machen und mal sagen, guck mal, setz du dich mal auf mein Pferd. Das heißt, ich stelle den Stuhl für mich, dann nehme ich den Stuhl für dein Pferd, schau mal, wie das steht. Es fühlt sich jetzt für mich so gut an. Und dann setze ich mich, meistens gucke ich einmal von außen. Aha, wie steht denn das? Oh, ich sehe da jetzt, okay, ich bin abgewendet. Das Pferd ist mir aber zugewendet und das kann eben sehr unterschiedlich stehen. Das kann sein, dass ich mit meinem Stuhl sehr auf dem Pferd draufstehe. Das kann sein, dass ich das Pferd ganz nah an die Wand stelle, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich eingeengt. Manche Prozesse, die daraus entstehen, das ist natürlich das, was, wenn man jetzt professionelle Aufstellungen macht, auch eine Bedeutung hat, was mit sich in die Gefühle einfließt. Aber das kann ich jetzt natürlich hier nicht alles erklären. Es geht mir einfach darum, dass du das mal ausprobierst und mal schaust, fühlst du da was und wie geht's dir da? Und wenn ich mich jetzt auf meinen Stuhl setze, dann merke ich gucke so auf die leere Wand und ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich jetzt hier sagen soll als Stellvertreter für dich. Denke ich ja, es ist ja jetzt ganz neu, vielleicht ist es ja fremd, vielleicht hast du dich damit noch nie beschäftigt. Kann ich das? Und ich merke, dass ich aber mein Pferd so aus dem Augenwinkel betrachte. Aber ich spüre auch eine Verbindung zu meinem Pferd, aber ich sehe, dass ich mein Pferd nicht ganz erkenne. Und ich glaube, das ist ja das, wofür die Aufstellungsarbeit gemacht ist. Für die Menschen, die ihr Pferd sehr gut kennen, die eine tiefe Verbindung haben, die brauchen keine Aufstellung. Aber es geht um die Menschen, die bei mir in der Praxis anrufen, die sagen, ich bekomme bei aller Bemühung, die ich mache, mache Bodenarbeit, ich longiere, ich mache Zirkus, ich gehe mit meinem Pferd spazieren, ich fühle es nicht. Vielleicht lässt mein Pferd mich nicht richtig ran. Habe ich eine Behinderung, dass ich mein Pferd nicht richtig fühle? Da gibt es vielschichtige Aspekte, warum das so ist. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist nicht richtig im Kontakt mit deinem Pferd, du fühlst, kommt nicht richtig in Verbindung, entweder weil es noch nie möglich war oder weil es im Moment nicht so richtig geht, weil eventuell die Umstellung des Pferdes, vielleicht ein Pferdepartner ist verstorben, Stallwechsel, weil du im Job beschäftigt bist, dass du spürst, da gibt es einfach Dinge, warum das auch phasenweise sein kann, dass ihr nicht so richtig in Kontakt kommt. Und dann setzt du dich mal auf den Platz deines Pferdes und fühlst mal. Und ich merke so, dass ich hier auf dem Pferd noch weiter vorne auf so einem Schnepper, sagt man ja so, sitze und eigentlich mich an den Stuhl anlehnen möchte. Und ich merke aber, dass ich fast so ein bisschen rumwippe. Ich fühle mich jetzt auf diesem Stuhl sehr unsicher. Und das ist ja eines der konfliktbeladensten Themen. Es wird in der Pferdebranche ja mittlerweile viel diskutiert. Dominanz soll abgeschafft werden. Das braucht man nicht. Diese ganzen Thematiken mit Leithengstprinzip, Leitstutenprinzip. Wer ist in der Führungsrolle? Wir wollen Partnerschaft, wir wollen Vertrauen. Was ist aber, wenn das Pferd unsicher ist? Was bedeutet denn das? Und das Erste, was man machen kann, ist, dass man sich dem Pferd zuwendet. Also das nennt man dann Umstellung in der Aufstellungsarbeit, dass man so mal schaut, wenn man sich dem Pferd wirklich ganz zuwendet und sich damit ihm öffnet. Und das ist das, was ich gemeint habe vorhin. Ich möchte dich besser verstehen. Ich öffne mich dir. Was in dir macht dich aus? Oder wenn ich jetzt gefühlt habe, ich fühle mich da unsicher, gibt es natürlich jede Menge, wenn man da auf nichts fühlt, fühlst du nichts, weil du nichts fühlst, weil das Pferd es nicht dir äußert, weil du Angst hast, weil du unsicher bist. Auf das kann ich jetzt hier in diesem einen Video nicht alles eingehen. Da müsst ihr wirklich mal bei mir auf der Seite weiterschauen. Natürlich habe ich zu vielen Fragen schon Blogartikel oder Videos veröffentlicht. Ich möchte jetzt einfach weiter auf dieses eine Thema eingehen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dein Pferd ist unsicher, dass du eben vielleicht nicht so sehr diskutieren musst, bin ich jetzt streng zu meinem Pferd? Sage ich dem jetzt mal die Meinung? Stelle ich das jetzt in den Senkel? Muss ich jetzt dominant sein? Ich will aber gar nicht dominant sein. Ich möchte aber Partnerschaft. Ich möchte aber Vertrauen. Wie schenke ich denn jetzt meinem Pferd Sicherheit? Und einer der Aspekte ist, wenn ich jetzt hier sitze, merke ich, dass ich auch ganz unsicher bin und unsicherer werde. Ich bekomme jetzt eine trockene Zunge. Ich merke jetzt, dass ich innerlich auf die Uhr schaue. Ich wollte den Video gar nicht so lang machen. Das heißt, es beginnt oft so ein Gedankenkarussell, dass ich denke, was muss ich denn jetzt tun? Und was, wenn ich nochmal nach außen gehe, was ich dir an dieser Stelle sagen möchte,
ist, Sicherheit ist nicht unbedingt mit Tun verbunden. Das heißt, wenn du merkst, du kannst gar nicht so dominant sein, sagen, du machst jetzt steh, beim Aufsteigen dein Pferd läuft immer wieder weg oder es rempelt dich an, wenn du es aus der Box holst oder es überholt dich und zieht an dir, wenn du es von der Wiese holst. Das sind ja so diese klassischen Themen. Wenn du an dieser Stelle spürst, du bräuchtest jetzt entweder Gewalt oder müsstest dich jetzt aufbauen, das schaffst du aber nicht. Dann fühl mal, was passiert, wenn du dich erstmal damit beschäftigst, mit dir beschäftigst, dass du spürst, ich bin auch unsicher. Was bedeutet denn für uns beide Sicherheit? Und ich merke, dass für mich Sicherheit eben ganz oft nicht Dominanz bedeutet. Für mich bedeutet es zum Teil, vermehrt Bodenarbeit zu machen, mir und meinem Pferd erstmal Vertrauen in kleinen Dingen zu schenken und dem Pferd zu signalisieren, bei mir bist du sicher, bei mir kannst du dich entspannen. Das ist ja auch eine Art von Führung und Dominanz, aber das fühlt sich ganz anders an, wie wenn ich sage, so, und du bleibst jetzt hier stehen. Oder ob ich sage, bei mir bist du sicher, bei mir bist du sicher, bei mir bist du sicher. Und dann fühl mal, wenn du das noch nicht so innig sagen kannst, bei mir bist du sicher, was brauchst du denn? Brauchst du vielleicht einen Lehrer oder Hilfe? Manchmal helfen dem Menschen auch Bachblüten oder ich gebe den Menschen manchmal vor Ort nicht homöopathisch Lycopodium, dass sie selber mehr Sicherheit bekommen. Aber wenn du dann auf den Stuhl gehst, dann merke ich, dass ich sofort nochmal umstellen möchte. Und für mich würde dann diese Aufstellung so passen, dass ich das Pferd wirklich daneben stellen kann und dass ich als Mensch an dieser Stelle, systemisch gibt es an vielen Stellen Regeln, die helfen. In der Aufstellungsarbeit ist es oft so, dass rechts die Führungskraft ist. Und manchmal steht das Pferd besser rechts. Wenn ich zum Beispiel was entwickeln möchte, wo es eher um spirituelle Aspekte geht, dann lehne ich mich auch mal sehr gern an die Seele meines Pferdes an. Aber im Alltag ist es ganz oft so, dass es dem Pferd besser geht, wenn ich rechts stehe. Und solche Sachen kannst du auch mal ausprobieren, dass du fühlst, oh, ich merke, dass ich mich jetzt auch so ein bisschen so rüberlehnen kann und mich auch schon entspannter hinsetze. Ich möchte für dich sorgen. Ich möchte Verantwortung übernehmen, indem ich auch weiß, es gibt hier keine Wölfe und es gibt immer genug zu essen für dich. Und ich spüre, wenn ich dann die Hand dahin legen kann, dass es eine Art von selbstverständlicher Autorität macht. Und ich weiß nicht, ob du das Buch von Marc Rashid kennst, denn Pferde lügen nicht. Das war für mich eine sehr eindrückliche Geschichte, als ich das gelesen habe. Er hat es Passive Leader genannt. Und ich glaube, das ist eine Art von natürlicher Autorität, dass ich einfach weiß, es ist alles in Ordnung. Dann ist es nicht rausgeplaudert, wie vielleicht früher in der Kindheit, wenn du Angst hast und die Mama gesagt, ist schon alles gut. Und du hättest sagen können, ich habe aber Angst. Sondern dass du spürst, nein, es ist ein tiefes Wissen um diese Ordnung. Und dann merke ich, dass ich mich auf dem Pferd auch wirklich entspannen kann. Und dass ich mich auf eine Art anlehnen kann, dass ich bei mir ankommen kann. Und ich glaube, das ist das, was ganz, ganz viele Pferde sich wünschen, die oft von Mensch zu Mensch gereicht wurden, die eventuell als Fohlen, wenn sie gute Papiere haben, schon sehr häufig unter Druck gesetzt wurden, die vielerlei Aspekte mitgebracht haben, sich vielleicht in der Herde nicht wohlgefühlt haben, weil es nicht gepasst hat, dann wünschen sich sehr viele Pferde das Ankommen. Und da ist dieser innere Prozess, den einige Menschen natürlich über Bodenarbeit erreichen, gar keine Frage, aber da ist dieser innere Prozess ein großes Geschenk. Und das war jetzt ein kleiner Einblick, wie so eine Aufstellung laufen kann. Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, die man auf dem Pferd dann fühlen kann. Sei es, dass das Pferd traurig ist, weil vielleicht der Besitzer, den es geliebt hat, gestorben ist. Oder dass ein Pferd einfach eingeschläfert werden musste, das einfach dem Pferd nahe stand. Dass ein Pferd importiert wurde aus Irland, aus Island, immer wieder aus Spanien. Immer wieder gibt es Pferde, die können es nicht gut aushalten, das Heimatland zu verlassen. 90% für die ist es kein Problem. Die lassen sich einfach auf die neue Umgebung ein und gut ist. Die haben ein bisschen Schwierigkeiten, alles ist in Ordnung. Aber es gibt immer wieder Wesen, die haben einfach mehr Stress damit wie andere. Und wenn du einfach ein Gefühl dafür bekommst oder dein Herz ein Stück offen ist für die Belange deines Pferdes und du einfach mal schaust, wie ist denn das, wenn ich mich dem öffne, dann
Ist das Schöne, was mir einfach passiert, dass ich ganz oft E-Mails bekomme, dass Menschen erzählen, mein Pferd schaut mich besser an, es wird, wenn ich auf die Wiese komme und rennt zu mir. Es ganz offensichtlich ist, dass das Pferd auch mehr Bindung aufbauen möchte. Und natürlich, wenn es keine Bindung aufbauen kann, dann können tiefliegendere Probleme dahinter stehen. Ganz oft ist es so, dass es zum falschen Zeitpunkt von der Mutter abgesetzt wurde und daraus sehr häufig eine Bindungsproblematik entsteht. Aber da könnte ich natürlich jetzt noch Stunden Aspekte erzählen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich wollte dich einfach mal neugierig machen für die Möglichkeit der Aufstellungsarbeit. Für weitere Informationen kannst du natürlich sehr gerne auf meine Homepage gehen, in den Blog gehen, in den YouTube-Kanal gehen. Oder dich zum Newsletter eintragen, mein Buch kaufen. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die kostenfrei sind. Schau einfach, wenn es dich interessiert, was dich anspricht, was dich berührt. Ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren der Aufstellungstechnik. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute und ganz viel Verbundenheit und Freude mit deinem Pferd.